Jetzt müsste man sozusagen das Vollbild sehen, oder? Ja, super. Genau. Und hier sieht man mal so ein Modell von dem Gebäude, was ich nachher nochmal genauer vorstellen werde, wo man schon entdeckt, ja, da geht es so ein bisschen auch um die Freiheit der Fassaden. Da ging es aber auch darum, dass eine Baugemeinschaft gebaut hat, wo jeder so seine Wohnung auch selber gestalten wollte und damit natürlich das Thema von einer Freiheit der Fassade und auch einer gewissen Flexibilität, was die Grundrisse angeht, natürlich mitzudenken war. Und das war so ein Ausgangspunkt, warum ich den Holzhybridbau dann schon interessant fand, nämlich zu sagen, es ist ein Stahlbetonskelett, was sozusagen mit einer Holzfassade versehen wurde. Wir haben auch lange überlegt, ob wir das Dach in Holz bauen. Kann ich nachher dann auch mal kurz erzählen, warum wir das dann doch vielleicht verworfen haben. Ich habe so drei Teile. Der erste Teil ist eher so allgemein Klimaschutz und Senken. Was kann da der Holzbau beitragen? Im zweiten Teil gehe ich dann auf das Thema, was ist Holzhybridbau? Wie kann man den überhaupt definieren? Aber auch diese Frage der Anschlüsse zwischen diesen beiden Materialwelten, Massiv- und Holzbau. Und dann zeige ich ein paar Beispiele und anschließend haben wir eine Diskussion. Ich mache jetzt hauptsächlich mal so einen Argumentationsgang. Also ich beginne mal damit auf der Klimaschutzseite. Welche Bedeutung hat eigentlich da der Gebäudesektor? Ja, der macht so circa 40% der Treibhausgasemissionen aus. Wenn man es nochmal schaut, ja, wie verteilt sich das hier auf Wohn- und Nichtwohngebäude und auf die Materialien und Bauprozesse, sieht man dann 20% nur 20% der Emissionen sind eigentlich für die Materialien und Bauprozesse. Das SDA-Team NGH, das wäre schön, wenn das Mikro ausmacht, das höre ich nämlich relativ laut hier auch bei mir drin. Genau, vielen Dank. Also man sieht hier auf der Nutzungsseite, also für Energienutzungen haben wir sozusagen zwei Drittel Wohngebäude und ein Drittel Nichtwohngebäude. Und dann kommen nochmal 20%, wenn man das als gesamten Kuchen nimmt, für die Materialien und Bauprozesse mit. Das ist natürlich schon zu bedenken, weil wenn man vielen Architekten zuhört im Augenblick, die kümmert sich eigentlich nur noch die Konstruktion und die Nutzung ist mehr oder weniger was von gestern. Also so drücken sich auch manche jüngere Architekten aus. Ja, das ist ein bisschen langweilig. Wir wollen uns mit was Neuem beschäftigen. Verstehe ich sogar. Also hat natürlich etwas für sich. Ja, dann jetzt hier mal gehe ich mal ein bisschen auf so ein aktuelles Konzept mit dem einfach bauen. Denn da wird sozusagen eigentlich die Effizienzstrategie zurückgewiesen. Da sagt man, ich arbeite nur noch mit einschaligen Außenwänden. Das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, kann man ja machen. Aber wenn ich das dann mir genauer anschaue, dann geht es eigentlich um so einen mittleren Standard. Also da tut man genau das, was das GEG von uns fordert energetisch. Das können die erfüllen. Die Wärmerückgewinnung der Lüftung wird auch sozusagen abgelehnt. Und wenn man das dann mal insgesamt auf den, wenn man das insgesamt mal auf den Bestand mit überträgt, dann sieht man, das wäre so eine Referenzentwicklung bis weiter so. Das dunkelblaue, das wäre dieses einfach bauen. Jetzt ein richtiger Klimaschutzpfad wäre diese rote durchgezogene Linie. Und wenn ich eine Klimaneutralität 2050 anstreben würde, wäre das sozusagen diese gestrichelte rote Linie. Und jetzt sieht man auch ein bisschen, wie sich das verteilen würde. Also wenn ich jetzt wirklich so ein Klimaschutzkonzept verfolge, was wirklich eine Klimaneutralität 2050 erreicht, dann tragen da die erneuerbaren Energien so circa 2.100 Millionen Tonnen Einsparung bei, die Effizienzsteigerung circa 1.500 Millionen Tonnen und die Senken immer noch 1.000 Millionen Tonnen. Also da habe ich einen ganz erheblichen Betrag, den ich jetzt tatsächlich noch als negative Emissionen mit im Spiel haben müsste. Und wenn ich jetzt mal dieses einfach Bauen mir anschaue, dann ist diese Effizienzlücke, das ist hier 4 dargestellt, ja, die ist circa 2 Gigatonnen. Also das ist in etwa, ist sogar ein bisschen größer als das Budget für 1,7, was für das 1,7 Grad Ziel insgesamt für die Wohngebäude zur Verfügung steht. Was heißt das? Das ist halt einfach kein Klimaschutzkonzept. Das ist was anderes, aber ein Klimaschutzkonzept, glaube ich, ist es nicht. Und richtig toxisch wird es, wenn man dann sagt, ja, schaue ich mir mal auf der Energieebene das an. Wie viel Primärenergie bräuchte ich denn da? Und da brauche ich circa, wenn ich das Jahr 2050 mal so als Referenzjahr wieder nehme, brauche ich circa einen Faktor 3 mehr Primärenergie, als wenn ich jetzt wirklich auf ein Klimaschutzkonzept gehe. Da sieht man jetzt, wie groß der Einfluss eigentlich der Effizienz ist. Und dass natürlich, wenn ich nicht auf Effizienz setze, ich vielleicht auch das Problem mehr einhandle, ja, wie schnell kann denn jetzt der Ausbau der Erneuerbaren denn erfolgen? Und wenn der sozusagen dann langsam erfolgt, dann muss ich auch bei so einem Konzept wie einfach bauen, wo ich sage, Effizienz interessiert mich nicht, oder ich mache halt das so weiter wie bisher, dann muss ich auch sehr viel mehr Flächen in der Kulturlandschaft zur Verfügung stellen für die erneuerbaren Anlagen. Also das ist ein Zeitproblem, aber es ist auch ein Problem, sozusagen, wie ich das integrieren kann. Und von dem Akzeptanzproblem möchte ich ja gar nicht sprechen an der Stelle.
Ja, dann komme ich jetzt zu dieser These. Wir brauchen hier eine hohe energetische Qualität anstelle der bisherigen mittleren Qualität. Also ich brauche einen anderen Wärmeschutz. Hier auf der mittleren Qualitätsebene GEG oder man könnte auch das sagen, das niedrige Energiehaus der 80er Jahre. Bei der Lüftung eben gibt es hier nur eine Abluftanlage bestenfalls. Ich habe ja auch eine Wärmeversorgung im Wesentlichen mit fossilen oder teilfossilen Systemen. Das ist beim Einfachbauen tatsächlich anders. Das Einfachbauen setzt eben komplett auf diese erneuerbare Wärmeversorgung, aber braucht eben sehr, sehr viel Energie dafür. Dann haben wir das Thema Stromeffizienz, worum wir uns kaum kümmern, wo ich aber sage, das ist ein richtiges Klimaschutzthema, total wichtig, weil ich kann damit wenig Kosten viel erreichen. Und ich sollte bei der Stromerzeugung eben nicht nur auf den Netzstrom gehen, sondern sage, da muss auch ein eigener Beitrag der Gebäude dazukommen. Also das ist sozusagen diese, das meine ich jetzt mit dieser hohen energetischen Qualität, wo wir diesen Wechsel von dem bisherigen zu dem künftigen sozusagen jetzt auch relativ schnell vollziehen müssen, was auch unter dem Stichwort Novellierung des GEG ja, glaube ich, auch ja ansteht, wo ich mir natürlich wünsche, dass man gleich im ersten Schritt sozusagen den Weg zum hohen Standard gehen kann. Gut, jetzt kommen wir zum ganz anderen Thema, nämlich warum beschäftigen wir uns mit Holzbau und den CO2-Senken? Ja, wenn wir nämlich das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen wollen, dann ist es wohl unvermeidlich auf Kohlenstoffsenken, das heißt die aktive Entfernung von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen aus der Atmosphäre zu setzen. In dem IPCC Special Report Nummer 15, da wurden diese Optionen auch schon mal dargestellt und durchgespielt. Man sieht dann auch, da dürfen dann noch positive Emissionen verbleiben. Hier bis zum Jahr 2100, wenn ich gleichzeitig doch in großem Umfang CO2-Senken sozusagen bilden kann. Mich interessieren vor allem auch diese natürlichen Senken. Und da gab es auch einen interessanten Bericht 2017, der sagt, ja, wie groß sind denn eigentlich so die Potenziale? Und wenn man das mal pro Person umrechnet, habe ich da so ein Potenzial von circa 1,2 bis 1,4 Tonnen pro Person und Jahr. Ich habe mal für Deutschland so eine Abschätzung versucht. Da lag ich so bei circa einer Tonne pro Person und Jahr. Also man sieht, das deutsche Potenzial entspricht so etwa auch dem weltweiten Potenzial. Also wir stehen da gar nicht so schlecht da. Da können wir doch auch ein bisschen was machen. Wenn wir mal schauen, wo liegen denn so diese Möglichkeiten von CO2-Senken, also bei den natürlichen Senken? Da haben wir hier vor allem den Einsatz von Holz und Navarros, also nachwachsenden Rohstoffen in Gebäuden. Man kann aber auch sagen, ich mache so eine energetische Nutzung in Verbindung mit einer CO2-Abscheidung und Speicherung in sicheren Lagern. Das nennt sich BECCS. Aber für mich eigentlich viel noch interessanter wäre, eine Biokohleerzeugung mit Pyrolyse vorzuschalten, also sozusagen damit eine energetische Nutzung zu machen, daraus Biokohle herzustellen und das in Böden einzubringen. Auch dieses ist so unter dem Stichwort Biochar, findet man da auch so einiges sozusagen in der Literatur. Und da gibt es auch schon ein paar Bauern hier auch sogar im bayerischen Raum, die damit experimentieren. Die Wiedervernässung von Mooren wäre auch ein interessantes Konzept, also von ehemaligen Mooren vor allem auch mal aufhören mit dem Torfabbau. Das ist ja wirklich eine super, super schädliche Art sozusagen von natürlicher Nutzung von Ressourcen. Und aber eben auch das Thema Aufforstung und ökologische Waldbewirtschaftung. Denn wir haben gerade so eine Situation, wo die Wälder anfangen, sich von einer Senke unter Umständen eine Quelle zu verwandeln. Also das ist auch etwas, was jetzt wiederum mit dem Klimawandel zu tun hat, wo aber auch schon, glaube ich, erkannt ist, dass man da reagieren müsste. Dann gibt es noch diese Methoden des Climate Engineering, so nennt sich das, des Carbon Capture and Storage. Das heißt, ich nehme das CO2 aus so einem technischen Prozess raus, verflüssige es, transportiere es vielleicht nach Norwegen und verpresse es dort in ehemaligen Erdgaskavernen. Ja, das wird aufgebaut, ist vielleicht auch tatsächlich eine Option, wenn wir die Zementherstellung dekarbonisieren wollen, weil wie will ich sonst machen? Da habe ich gar nicht so viele Möglichkeiten. Da wäre ich jetzt auch mal ausnahmsweise für so technische Senken zu haben. Aber dann gibt es auch so ziemlich exotische Dinge wie Reflektoren im Weltraum oder reflektierende Aerosole in den oberen Schichten der Atmosphäre. Dann auch Anregungen der künstlichen Wolkenbildung, allerdings in den oberen Schichten, nicht in den unteren Schichten. Dann Konzepte des Direct Air Capture, also da entferne ich jetzt wirklich CO2 aus der Atmosphäre, kostet irrsinnig viel Energie, fragt man sich, ist es nicht doch viel einfacher, das einfach mal zu vermeiden, anstatt in dem irrsinnig aufwendigen technischen Prozess, das dann alles wieder gut zu machen. Eisendüngung der Ozeane wurde auch schon probiert, auch beschleunigte Verwitterung von Böden, da gibt es so bestimmte Boden- oder Gesteinsarten, die das ermöglichen würden und dann auch so eine Einlagerung in die Ozeane, das sind so
Dinge, die da diskutiert werden. Man könnte auch sagen, ja, da spricht schon so eine gewisse Verzweiflung raus. Jetzt kommen wir mal zu der Holzbauweise. Wenn man mal schaut, ein Kubikmeter Holz, der wiegt ca. 500 Kilogramm. In einem Kubikmeter Holz, da ist ca. 250 Kilogramm Kohlenstoff gebunden. Wenn man jetzt sozusagen an den Chemieunterricht denkt, ja, da ist CO2, da sind dann noch zwei Kohlenstoffatome zusätzlich im Spiel. Also kommt da dieser Faktor 3,67 ins Spiel. Und dann kann man jetzt sich das schön merken. In einem Kubikmeter Holz ist ca. eine Tonne CO2 eingespeichert. Oder wenn man es auf die Kilogramm wieder umrechnet, je Kilogramm Holz, irgendwas zwischen 1,8 und 2 Kilogramm CO2. Interessant jetzt hier was aus der Studie, ich weiß gar nicht, wer es mir geschickt hat vor ein paar Tagen, ist diese Frage der Senkenwirkung durch Wald- und Holznutzung. Das sind jetzt hier mal Zahlen von Österreich. Und da sagt man, der Wald trägt so circa minus 4,3 Millionen Tonnen bei. Wenn ich jetzt sozusagen die Holzprodukte, wenn ich die sage, die speichere ich jetzt in Gebäuden oder anderen Dingen langlebig ein, dann habe ich ca. minus 1,7 Millionen Tonnen CO2 als erste jährliche Senke hier. Aber, das ist wirklich interessant, ein Faktor fast 5 größer sind die vermiedenen Emissionen durch den Einsatz von Holz anstelle von mineralischen Baustoffen. Das ist wirklich interessant. Also der Verdrängungseffekt, das ist vielleicht sogar der Entscheidende. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir dann doch den Holzbau vielleicht aus dieser Perspektive sogar noch mal ein bisschen anders diskutieren können. Und vielleicht auch am Ende dann noch mal diskutieren. Ja, der jährliche Holzzuwachs in Deutschland, sind so ein paar Daten, die ich jetzt mal einfach zusammengetragen habe, der beträgt ca. 80 Millionen Kubikmeter. Also jeder von uns hat so einen Kubikmeter Holz, den er sozusagen da für sich in Ansatz bringen kann. Daraus können jetzt ca. 45 Millionen Kubikmeter Holzprodukte hergestellt werden. Und das entspricht wiederum so eine CO2-Bindung von 40 Millionen Tonnen pro Jahr. Also auch wieder pro Kopf gerechnet, eine halbe Tonne pro Person und Jahr. Ist, glaube ich, auch eine Größe, die man sich so ein bisschen merken kann. Der Verdrängungseffekt lässt sich am besten durch den Vergleich typischer Massivbau mit typischen Holzbaukonstruktionen verdeutlichen. Und da sieht man immer sozusagen hier so ein Ziegel mit integrierter Dämmung, je Quadratmeter ca. 60 Kilogramm CO2, den ich da brauche für die Herstellung und die Bauprozesse. Beim Stahlbeton mit Wärmedämmverbundsystem schon ein bisschen höher, geht schon über 80 Kilogramm. Und wenn ich jetzt dagegen die Holzständerwand mit Zellulosedämmung setze, dann habe ich da einen Wert von minus 45 Kilogramm je Quadratmeter und die Massivholzwand, weil natürlich da mehr Holz im Spiel ist, mit einer Weichfaserdämmung wäre es sozusagen ein Wert von negativer Emission von minus 90 Kilogramm je Quadratmeter. Wenn man jetzt nochmal den Holzbau mit dem Holzhybridbau vergleicht, das mache ich jetzt nicht im Detail, dann sieht man, dass der Holzbau hier so mit Holzständerwände in Verbindung mit Brettsperrholzdecken, der liegt hier um Faktor 2,5 bis 5 höher in der Senkenwirkung als ein Holzhybridbau. Man könnte aber jetzt auch argumentieren, dass sich im Holzhybridbau eine viel größere Menge an Massivkonstruktionen ersetzen lässt. Das tue ich dann sozusagen in viel mehr Gebäuden sozusagen in Ansatz bringen und dies mit deutlich einfacheren Anforderungen und Kosten. Die Frage lasse ich mal offen. Ich glaube auch, dass sie gar nicht so einfach zu beantworten ist. Aber so kann man sozusagen an dieser Stelle erstmal argumentieren. Jetzt haben wir ein kleines Zwischenfazit. An erster Stelle kommt es darauf an, die Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase zu verringern. Gleichzeitig sollten die Emissionen durch Materialbereitstellung und Bauprozesse reduziert werden. Also wir haben jetzt drei Kernstrategien, so kann man jetzt rausarbeiten. Und das gilt, glaube ich, ganz allgemein für den Gebäudesektor. Das ist Effizienz, das sind die Erneuerbaren und das sind die CO2-Senken. Interessanterweise geht aus meiner Sicht die Energieautonomie, also dass wir uns unabhängig jetzt von fossilen Energien machen und das sollte natürlich jetzt möglichst schnell gehen und Klimaschutz, das geht hier wirklich Hand in Hand. Der Gebäudesektor ist da eigentlich sozusagen ein bisschen unproblematisch, aber vor allem, weil die Effizienzstrategien einen schnellen Ausbau der Erneuerbaren erleichtern. Das ist eigentlich da dieser Effekt. Und das führt eben zu einem kleineren Energiesystem. Damit machen wir uns das Leben sozusagen dann sowieso insgesamt leichter und diese Integration in die Kulturlandschaften, auch die Konfliktpotenziale mit Naturschutz und Akzeptanz, die werden dadurch auch wesentlich erleichtert. Jetzt würde ich folgende These mal hier stellen. Der Holzbau sollte künftig immer mit hohen energetischen Qualitäten verknüpft werden. Dann und nur dann
bietet er die Chance, sich, wie Stellnummer sagt, sich aus dem Klimaproblem herauszubauen. Jetzt der Sprung zum Holzhybridbau. Jetzt wird es ein bisschen technischer und konstruktiver, was uns ja als Architekten vielleicht auch ein bisschen näher steht. Jetzt hier einfach mal nur die drei Bauweisen nebeneinander gestellt: Massivbau, Leichtbau und zum Hybridbau, wo ich jetzt eben den Massivbau sozusagen hier für die, zum Beispiel für die Decken und für den Keller da verwende. Gut, den Keller habe ich sowieso immer sozusagen mit im Spiel. Und bei diesem, hier ist mal das Wärmedämmverbundsystem in Verbindung mit einer Massivholzkonstruktion, mit Massivbauweise dargestellt. Und hier der reine Holzbau, der jetzt hier in dem Fall sogar auch mal die Kellerdecke als Holzbauweise mit integriert. Das Konzept von Schichtenriss, hier wurde es mal angeführt, nämlich das Gebäude hier auch so dargestellt als Schichtenphänomen, wo ich die Funktionsschichtenprinzipien treu um das Gebäude herumführe. Jetzt versuche ich mal so eine erste Definition der Hybridbauweise. Da kann man sehr viele machen. Also ich definiere die jetzt mal relativ eng. Die tragende Struktur wird als Massivbau, die Gebäudehülle, häufig nur die Fassaden als Leichtbau ausgeführt. Aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Konzepte und damit Anteile Holzbau-Massivbau, vom Minimalhybrid bis zum Maximalhybrid. Wenn ich jetzt aber mal diese enge Definition von oben verwende, dann habe ich immer den Punkt, die besondere Aufmerksamkeit bedarf dann immer alle Anschlüsse, an denen diese beiden Konstruktionen oder Materialwelten aufeinandertreffen. Die Luftdichtung, wenn ich da im Bereich der Hülle bin, muss dann alle Fugen inklusive der Nebenwege umfassen. Die Fugenlängen verdoppeln sich dadurch in etwa. Und die Dichtkomponenten, die da zum Einsatz kommen, müssen eigentlich auch für beide Materialwelten geeignet sein. Das betrifft eben das Luftdichte- und auch das Rauchdichtigkeitskonzept. Die Brandschutzanforderungen habe ich dann auch im Fugenbereich. Da haben wir eigentlich nur in Baden-Württemberg mal vernünftige Vorgaben, wie wir das machen können. Und ich habe so typische Wärmebrücken im Deckenbereich und bei den einbindenden Innenwänden, zum Beispiel Wohnungstrennwänden. Und die sind halt deshalb bedeutsam, weil hier große Längen dieser Anschlüsse auftreten. Erstmal hier so ein Gegenmodell. Also man könnte auch sagen, komm, es gibt Hybridbau, dann gibt es ja vielleicht auch in ganz anderen Abwandlungen. Also mal bloß ein paar Beispiele gebracht. So ein Holz-Stahl-Beton-Hybrid sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Auch so dieses Tischkonzept, was da zum Einsatz kommt. Dann mal hier so ein Skelettbau mit Holz-Beton-Verbunddecken. Und dann auch so verschiedene Lösungen von Holz-Massivbau-Kompositen. Der Ulf Rössler hat uns ja bei dem vorletzten Termin da auch ein Gebäude von dieser Bauweise vorgestellt. Im Grunde dann auch noch ein Hybridbau. Es ist eh schwierig, den reinen Holzbau zu definieren. Da müsste ich auch die Tiefgarage und die Keller dann Holz bauen. Aber die Maren hat ja letztes Mal erzählt, dass das auch jetzt schon gemacht wird. Im Holzbau wird einfach auch alles ausprobiert. Ja, dann zu dem Thema zirkuläres Bauen. Vielleicht mal bloß die kleine Skizze hier unten, wo man eigentlich erkennt, ja, wenn ich jetzt so einen Holzrahmenbau habe, der ist doch schön zusammengefügt. Auch die Dämmung, wenn das als Einblasdämmung da drin liegt, dann kann ich die auch eigentlich auch ganz gut zerlegen. Im Grunde, was steht dem zirkulären Bauen hier entgegen? Das sind die Verbindungsmittel. Und ich glaube, an die sollte man jetzt mal rantreten. Man sollte sich überlegen, dass ich es vielleicht so ähnlich schnell befestigen kann wie Klammern, aber trotzdem so, dass es wieder lösbar ist. Da gibt es ja auch so bestimmte Schrauben, die das schon ermöglichen, aber so richtig gut funktionieren die nach meiner Erfahrung noch nicht. Also das ist eigentlich eher die Frage der Verbindungsmittel. Und ich würde sagen, das ist lösbar. Jetzt schauen wir mal auf verschiedene Typen von nicht tragenden Holzfassaden. Und mit denen beschäftige ich mich jetzt ein bisschen intensiver. Wir haben ja so drei Konstruktionsweisen vorgestellt, vorgehängt, eingestellt. Das ist aus so einer Untersuchung der TU München von Professor Winter und Mitarbeitern. Und jetzt schauen wir mal auf die Vor- und Nachteile. Bei der vorgestellten Bauweise, Entschuldigung, jetzt muss ich doch mich mal kurz räuspern, ist ein eigenständiges System. Außerhalb des Tragwerks, da werden die Elemente einfach direkt aufeinander gestellt. Ich habe einen hohen Vorfertigungsgrad, geringen Montageaufwand. Der Toleranzausgleich ist einfach, wenn ich zum Beispiel den Rohbau mal aufgemessen habe. Die Vermeidung der Wärmebrücken und auch die Führung der Luftdichtigkeit ist relativ einfach. Auch die Fugenausbildung kann ich eigentlich relativ gut vor Ort auch machen. Es ist eigentlich die kostengünstigste Variante, auch weil sie eigentlich sozusagen von der ganzen Befestigungstechnik auch relativ simpel ist. Mit Installationsebene ist der Schallschutz auch sehr gut. Habe ich aber keine, würde ich diese Bauweise vielleicht nicht empfehlen. Dann haben wir die vorgehängte Bauweise. Das ist eigentlich eher was,
für Gebäude mit großen Geschosshöhen. Da steht nämlich hier mal höhere Knickstabilität. Und auch von solchen Gebäuden kennen wir es. Das ist eigentlich eher im Nichtwohnungsbaubereich, wo man so etwas einsetzt. Aber die eingestellte Variante, die wird doch noch relativ häufig gemacht. Da sitzen nämlich dann die Elemente sozusagen, die werden die zwischen die Decken sozusagen rein befestigt. Sieht man hier, glaube ich, ganz gut an der Abbildung hier. Und da habe ich, der Vorfertigungsgrad kann da wirklich hoch sein. Nicht sehr hoch, weil wenn ich zum Beispiel jetzt die ganzen Fassaden mit vorfertigen wollte, tue ich mich da ein bisschen schwer. Ich tue mich aber ein bisschen schwer bei der Vermeidung der Wärmebrücken und auch bei der Führung der Luftdichtebene. Klar, ich muss das dann immer um diese Deckenköpfe herumführen. Und was ich jetzt auch mal hier geschrieben habe, ziemlich kritisch finde ich auch, dass diese Stellen dann auch für das Bauwasser schwierig sind in dem Fugenbereich, weil ich es auch gar nicht so gut einsehen kann. Die Bewertung des Schallschutzes ist allerdings hier, wenn ich eine Installationsebene habe, sehr gut, deutlich besser als zum Beispiel bei der vorgestellten Variante. Und das ist dann genau auch der Anwendungsbereich, wo ich über diese Bauweise nachdenken würde. Bewertung des Schallschutzes mit Installationsebene ist natürlich sehr gut. Was habe ich jetzt hier für Anforderungen? Bei der nicht tragenden Fassade Klassifizierung gemäß der europäischen Norm 13501-2 EI30, also 30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit. Und jetzt muss ich den Raumabschluss sicherstellen und auch eine Dämmung, damit die Temperaturen auf der Innenseite nicht zu sehr ansteigen. Das kann ich für Gebäudeklasse 4 und 5 machen. Ganz wichtig zu verstehen, die Brandbelastung wird hier entweder von außen oder von innen gesehen, aber das ist eben beidseitig zu betrachten. Und ich muss jetzt diese Leistungskriterien auf alle Anschlüsse und die Fugenausbildungen übertragen. Dann brauche ich Brandsperren bei den hinterlüfteten oder belüfteten Fassaden. Beim Feuchteschutz, Einstufung in der Regel sogar mit der Schwelle in Gebrauchsklasse 0. Der Fassadenbehang, sofern aus Holz, in Gebrauchsklasse 3.1. Das Deckendetail ist definitiv das Schlüsseldetail. Und ich empfehle definitiv eine Fassadenschutzbahn als zweite wasserführende Ebene, speziell wenn ich einen Holzbehang habe, der halt einfach nicht schlagregendicht ist. Beim Schallschutz würde ich sagen, prinzipiell gleichwertig oder vielleicht sogar besser als ein Massivbau, hängt ein bisschen dann sozusagen von den weiteren Bauteilen ab. Aus meiner Sicht, aus Schallschutzsicht, die Installationsebene in jedem Fall empfehlenswert. Am besten, sie steht dann noch frei vor der Holzfassade, sie hat keine Verbindung mit der Holzfassade. Schauen wir auf den Brandschutz. Das ist eben hier auch von dieser Veröffentlichung von Professor Winter. Fassadenelemente für Hybridbauweisen empfehle ich sehr, diese Veröffentlichung. Gefällt mir auch gut, weil da immer eine hohe energetische Qualität mitgedacht ist. Anders als bei dem Einfachbauen ist das für den Professor Winter eigentlich doch eine Selbstverständlichkeit. Hat trotzdem beim Einfachbauen mitgemacht, verstehe ich bis heute nicht, warum er das gemacht hat. Aber eigentlich ist er in seinen eigenen Veröffentlichungen super klar in diesen Dingen. Jetzt sieht man hier, ich habe bei der nicht tragenden Außenwand, die erfüllt in sich eben diese Forderungen, feuerhemmend. Dann habe ich die Klassifizierung der Decke als feuerbeständig und jetzt muss ich mir überlegen, wie funktioniert der Brandschutz eigentlich in diesen Fügungsbereichen? Einerseits, was die Brandweiterleitung in das nächste Geschoss betrifft, da wirkt dann in dem Element ganz gut hier so eine Verblockung. Und in der Fuge ist wichtig, den muss ich rauchdicht ausbilden, also oben und unten zumachen und die Fuge mit Mineralwolle ausstopfen. Damit ist es dann eigentlich erfüllt. Ganz schön hier auch, dass mal die Wärmebrücke gerechnet und hier auch, was ich auch sehr mag, dass man sozusagen diese Montagefolge einfach mal darstellt. Und hier sieht man, bei der vorgestellten Fassade ist das relativ leicht zum Ausführen. Kleiner Tipp auch noch, den Elementstoß eben oberhalb der Decke ausführen, dann ist er schön zugänglich. Dann kann man das auch mit diesen Winkelbefestigungen ganz gut lösen. Wichtig, dass man unter die Winkel halt eine Folienschürze legt, damit die luftdichte Ebene später gut angeschlossen werden kann. Haben die sich auch mal hier mit den Befestigungsmitteln auseinandergesetzt? Genau, das ist ganz wichtig, dass ich vom Statiker da die Angaben bekomme. Und dann ist einmal auch noch eine Frage, wie auch der Brandschutz dieser Befestigungsmittel ausschaut, von dass das dann eingekapselt wird, bis dass ich nichts mache und einfach nur sage, bestenfalls wenn noch hier ein Mineralwollstreifen im Istrich, gibt es da alles, da brennt jedes Gebäude inzwischen anders. Ist auch merkwürdig, dass dann in solchen Dingen keine Klarheit herrscht. Wichtig auch die Langlöcher vorzusehen, weil er hier auch gewisse Bewegungen durch Schwinden und sonstige Bewegungen einfach auftreten.
dann bei unserem ersten, also bei diesem Bauer, den ich nachher vorstelle, haben wir ziemlich gerätselt über die Stelle, sind dann alle Prüfzeugnisse ausgelaufen, wir wussten eigentlich gar nicht, was wir machen sollen und haben dann eigentlich doch ein individuelles Brandschutzgutachten gemacht. Am Ende wurde es dann diese Lösung, wo eigentlich dann diese Brandschutzanforderung, aber auch die Unabhängigkeit der Installationsebene, also keine Verbindung eigentlich hier mit der Holzkonstruktion, da hier mitgelöst werden konnte. Gut, jetzt komme ich schon zu den Beispielen. Das ist war mein erster Holzhybridbau, da wohne ich auch selber drin, das ist so ein Reihenhausprojekt in München. Sieht man hier auch ein bisschen so, wie die Elemente sozusagen vor so einen Schottenbau gestellt werden. Keller ist hier mitgedämmt. So das Schlüsseldetail bei dem Bau war das Fenster, denn da ging es darum, dass wir möglichst wenig Konstruktionsfläche brauchen für die Fassade, weil wir da Geschossfläche von der Stadt München gekauft haben. Also hier gelöst durch Überdämmung und Hinterdämmung des Fensters. Und für den Sonnenschutz hier so eine Fensterrahmung vorgesehen, damit es sozusagen gestalterisch integriert werden kann, ist ein wärmebrückenfreier Anschluss. Und auch ein Punkt, den ich mal erwähnen möchte, auf die Wärmebrücken achten, um Material an anderen Stellen zu sparen. Denn wenn ich das nicht mache, muss ich es ja ausgleichen, zum Beispiel im Dach oder in der Fassade oder bei der Kellerdämmung. Und durch die Wärmebrückenoptimierung kann ich mit sehr wenig Materialeinsatz sehr viel Material einsparen. Das ist auch ein Punkt, der kaum diskutiert wird. Ja, das ist so eine Versorgungslösung mit einem sogenannten Kompaktgerät, wo Wärmepumpe und Lüftung integriert ist. Jetzt ziemlich schwierig, da sozusagen die Wärmepumpe auszutauschen, weil die gibt es dann jetzt nicht, die Geräte werden leider nicht mehr produziert. Das ist ein Problem, vor dem stehe ich jetzt gerade so ein bisschen. Wir haben es kombiniert hier mit einer Solarthermie. Und ich werde jetzt auch das Gebäude, quasi das Passivhaus reicht halt aus Klimaschutzgründen nicht, was es ist, sondern werde jetzt auch eine PV nachrüsten und wir werden das Haus jetzt auch so umbauen, dass da einfach mehr quasi so kleine Wohneinheiten in dem Haus entstehen. Kann jeder ahnen, für was wir das eigentlich zur Verfügung stellen wollen. Ein anderes Beispiel nochmal vorab, nämlich eine Sanierung in der FIT-Standard. Das ist sozusagen der Passivhausableger für die energetische Sanierung. Das ist hier so eine Doppelhaushälfte. Sieht man hier, wie man sozusagen mit so Holzelementen, die um das ganze Massivhaus herumbau, ist für mich auch so ein typischer Hybridbau. Klar, der Massivbau, den gibt es ja schon. Jetzt baue ich sozusagen die Holzhülle neu da drum. Ein sehr großes Rätsel war dieses Dach. Das war zunächst ein Kaltdach, dann wurde es zum Warmdach. Dann haben wir gesagt, was machen wir mit dem Hohlraum? Haben wir am Ende doch ausgeblasen. Die Bauphysiker haben rumgerätselt. Wir haben dann hier mit einer Dampfsperrtapete sozusagen das auch versucht, dampfdicht zu machen, damit da auf keinen Fall etwas passieren kann. Ja, interessant, immer so hier, wie hört es unten auf? Da ist es mit Winkeln abgetragen. Ja, ist auch ein bisschen schwierig. Das sind ganz schöne Oschis geworden, auch sowas wie Vordach und solche Stellen. Also man muss sich halt auch mit diesen ganzen Wärmebrücken auseinandersetzen. Im nächsten Foto sieht man, was ist unsere schwierigste Stelle gewesen, der Kellerabgang. Kaum Platz. Und das sind eigentlich so diese Schwierigkeiten, die man bei den energetischen Sanierungen hat. Keller ist dann auch kalt, braucht dann eigentlich auch wiederum eine eigene Lüftung, die feuchte gesteuert ist, damit sozusagen hier Kondensat im Keller vermieden werden kann. Hier sieht man die Holzelemente. Hier und hier sieht man sozusagen dieses Dach, was unser bauphysikalisches Rätsel war. Also dieses ehemalige Kaltdach, wo schon in einem ersten Sanierungsschritt eine PU-Dämmung aufgebracht worden ist. Und wir jetzt dann im dritten Schritt gesagt haben, gut, das dämmen wir jetzt auch noch aus. Hier auch eine fassadenintegrierte Solarthermieanlage mit Vakuumröhrenkollektoren. Leider das Gebäude mit einer Gasheizung versehen, weil der Bauherr gesagt hat, ja, ich komme da hinten in den Garten nicht vernünftig rein und eine Luftwärmepumpe wollte einfach nicht. Also das war aus meiner Sicht eigentlich eine falsche Entscheidung. Ich rede auch mal ganz offen über die Fehler von unseren Projekten. Eigentlich schade, weil das wird zum Enerfit-Standard, da hätte es gut gepasst, eine Wärmepumpenlösung. Vielleicht sogar dann lieber in Kombination mit Photovoltaik. Gut, jetzt kommen wir zu diesem Mehrfamilienhaus, was ja auch angekündigt ist. Das steht im Domagpark, das ist so ein kleines Quartier nördlich von der Parkstadt Schwabing in München. Sieht man mal den Städtebau. Das ist sozusagen das Projekt, das wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen werden. Und hier sage ich ein bisschen was doch zu dem Städtebau und zu dem Stadtquartier, wie das entwickelt wurde. Finde ich nämlich doch vorbildlich, wie die Stadt München das auch gemacht hat. Da gab es schon erstmal eine solarenergetische Optimierung des Städtebaus mit GoSol. Und zwar in allen Planungsschritten, vom Wettbewerb angefangen bis zum B-Planstand. Ordner und Ordner fanden das auch gut, haben das wirklich gerne mitgemacht. Fand ich auch wirklich toll, dass die da so interessiert dran waren. Es ist eine hohe bauliche Dichte mit städtebaulicher Raumbildung, auch mit differenzierten Freiräumen.
Dann im B-Plan war schon festgelegt, Privilegierung vom Passivhausstandard über eine Bonusgeschossfläche von 5%, ebenso für die Gemeinschaftsräume da nur 3%. Und es gab einen Gestaltleitfaden und eine Gestaltungskommission, wo man reingehen musste. Und in der Konzeptausschreibung bei der Vergabe der Grundstücke war der Energiestandard als Passivhaus und eine sogenannte nicht negative Primärenergiebilanz, also so ein einfaches Null-Energie-Konzept, verlangt. Die Fernwärme war gesetzt. Die Begrenzung der Größen auf die Größen des der freifinanzierten Wohnungen auf die Größen des sozialen Wohnungsbaus war hier auch vorgesehen. Das war ziemlich schwierig in der Umsetzung und auch in den Diskussionen, aber ich finde es im Nachhinein absolut richtig. Vergabe an Genossenschaften und Baugemeinschaften, dann wurden auch Mobilitätskonzepte abgefragt. Dann häufig auch in Verbindung mit der Reduzierung von Stellplatzschlüsseln. Bei uns ist es nicht ganz so gelungen, weil da zu viele vom BMW als sozusagen dann als Teilnehmer der Baugemeinschaft sozusagen dabei waren und diese Gemeinschaftseinrichtung. Eigentlich ziemlich spannend war auch, dass wir eigentlich schon versucht haben, in so einem Konsortium eine konsortiale Bewerbung zu machen, was dann aber vergaberechtlich gescheitert ist. Warum dann das eigentlich dann erst im Nachgang über eine Sozialgenossenschaft und einen Sozialverein erfolgt ist. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man sich sehr früh bei den Quartieren Gedanken macht, wie laufen die eigentlich an? Wie sind die eigentlich schon vororganisiert, dass da so eine Quartiersvernetzung stattfindet? Nun zum Projekt. Hier sieht man mal die Zonierung von diesem Gebäude, wo wir klar gesagt haben, die Hauptaufenthaltsräume und die Lodgen an der sozusagen der äußersten Schicht, dann eine mittlere Schicht, wo die ganzen Flure, Sanitärräume und auch hier diese Schächte liegen, die Schächte getrennt für jedes Gewerk. Das war auch eine super Entscheidung im Nachhinein, muss ich sagen. Und in der Mitte eben das innenliegende Treppenhaus mit dem Aufzug. Bei der Konstruktion sieht man ganz schön jetzt hier schon diesen Stahlbeton-Skelettbau, hier mal die Stützen, die da hier sozusagen in den Seitig durchlaufen. Im Dach haben wir sie in die Holzfassade dann integriert. Und hier ist dann eben, der Keller ist mitgedämmt und die Holzhülle läuft ums Gebäude herum. Hier ist noch so eine Massivholzplatte, die dann diese Brüstung des Staffeldachs bildet. Dann hier sehen wir mal die Tragstruktur. Kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und dann so ein typischer Grundstück, wo dieses Thema Struktur und Füllung auftritt. Wir haben dann auch immer in der Baugemeinschaft so einen richtigen Workshop gemacht, wo jeder sozusagen seinen Grundriss selber entwickeln und bauen musste. Und am Ende haben wir es dann als Gebäude dann wieder zusammengesetzt. Da entsteht dann auch so ein Verständnis der gegenseitigen Abhängigkeiten der Wohnungen untereinander, dass man auch erkennt, ja, da brauche ich schon so einen Systemansatz, also eine Grundstruktur, wo vielleicht dann auch die Sanitärschächte sozusagen wie so ein Anker drin wirken, damit es am Ende natürlich auch insgesamt funktioniert. War auch ziemlich spannend. Viele haben auch ein bisschen geklagt, ja, ich kann nichts schneiden, ich verletze mich, wenn ich da ein Modell baue, haben wir gesagt, okay, dann gibt es halt keine Wohnung, wenn du das nicht aushältst. Das war auch wirklich, also war sehr interessant, auch was dann so zwischen den einzelnen Partien gelaufen ist. Wir sind dann auch irgendwann mal rausgegangen, haben die Diskussion eigentlich dann als interne Diskussion überlassen. Ja, so ist dann das Ergebnis gewesen, was dann der Gestaltungskommission vorgestellt wurde. Und hier das Versorgungskonzept, Anschluss an die Fernwärme gesetzt mit einem kleinen Pufferspeicher, mit Trinkwasserstationen, sozusagen die Verteilung gemacht. Dann haben wir hier eine zentrale Lüftungsanlage mit Rotationswärmetauscher. Die Brandschutzklappen sozusagen sind hier das Brandschutzkonzept bei dem Ganzen dabei und eine PV-Anlage, eine relativ kleine, zu kleine, wie ich inzwischen finde, die das Gebäude sozusagen noch ergänzt energetisch. Zum Brandschutzkonzept der Fassade. Wir haben hier eigentlich so einen Aufbau mit Faserzementplatten auf Holzlattung, eine Fassadenschutzbahn UV beständig verklebt, dann als Brandschutzbekleidung eben eine Fermacellplatte, dann ein Holzrahmenwerk oder Holzständerwerk. Holzrahmenwerk ist eigentlich die richtige Bezeichnung, aus Brettschichtholz 6 auf 28 mit Zellulose-Dämmung. Ja, die Navarro-Dämmung war auch ein kleiner Kampf. Dann eine Installationsebene und die Innenbekleidung mit Gipskarton 2x 12,5 mm. Was wir hier gemacht haben, eben so ein individuelles Brandschutzgutachten, auch aus der Not. Ich empfehle es aber eigentlich ganz generell. Es gibt jetzt auch die Bauartgenehmigung, kann man auch eine individuelle Bauartgenehmigung machen, wo dann die Anschlüsse des konkreten Projektes und auch auf das konkrete Projekt bezogen auch mal Aussagen getroffen werden. Das gibt uns dann wirklich Planungssicherheit. Genau, diese brandschutztechnische Abklärung aller Anschlüsse.
Ansonsten, wir haben die Brandsperren in jedem Geschoss vorgesehen, wie das die Musterholzbaurichtlinie inzwischen ja sowieso fordert. Aus meiner Sicht auch richtig, denn wenn der Brand mal sich über zwei Geschosse entwickelt hat, dann überspringt er das nächste eben auch. So schaut dieser Skelettbau aus. Oben diese Stahlstützen mit Betonfüllung schauen fast schon zu klein, zu gichtig aus, wie so manche sagen. Dann hier die Elemente, wie die angebracht werden und befestigt werden. Wir haben hier relativ wenig vorgefertigt, weil das mit diesen Faserzementplatten, diese Anschlüsse in diesem Deckenbereich relativ schwierig gewesen wären. So entwickelt sich es weiter. Dann hier mal das Sockelteil, die Ausführung hier mit so einer Betonaufkantung, einer zurückgesetzten Schwelle, die dann auch im Warmen ist und die Elemente auskragen drüber. Statiker hat da sehr gut mitgespielt. Super Statiker, muss ich sagen. Auch entspannt, so in seinen statischen Vorstellungen. Nichts Übertriebenes. So sieht man dann, so schauen die luftdichten Abklebungen aus. Dann der Fensteranschluss. Auch hier mit dieser Überdämmung der Fenster gearbeitet. Die Wärmebrücke hier mit 0,02, also so typisch passivhaustauglich eben. Auch die gedämmten Fensterrahmen mit der Kerndämmung drinnen. So schaut es dann aus. Dann hier mal das Thema Sonnenschutz, da integriert in das Gebäude. Klar, das ist schon eine deutliche Schwächung der Dämmhülle. Also hier auch der Psi-Wert mit 0,08, schon relativ hoch. Der Deckenanschluss, den haben wir ja schon gesehen. Auch hier die Wärmebrückenwirkung jetzt gar nicht so groß mit 0,024, aber das summiert sich eben zusammen. Wobei die größten Wärmebrücken stellen diese Lodgin da mit den ISO-Körben. Dann hier der Dachanschluss. Ja, der Norbert Hirschberg hat da begleitet. Ich muss den Norbert eh wahnsinnig loben. Mir geht es nämlich immer so, der ist so eine der Personen, wo ich immer ab und zu sage, wie würde das dann Norbert machen? Das ist für mich so eine wichtige Kategorie geworden. Und das ist, er hat mir und unserem Büro da wahnsinnig viel beigebracht. Ich zeige nochmal so einen kleinen Fehler, den wir dann trotzdem gemacht haben. Da hat der Norbert überhaupt nichts mit zu tun. Wir haben nämlich diese Kehlfixierung, da hat dann Statiker mal gesagt, hey Leute, also wie wollt ihr es befestigen? USB-Platte ist nicht gerade so prickelnd. Und da mussten wir eben diese Bretter hinter sozusagen dahinter noch nachträglich einbringen. War ein wirklich schöner Nachtrag, der da entstanden ist. Also über diese Kehlfixierung bitte nachdenken. Beim Bitumdach wäre das jetzt nicht so dringend gewesen. Lower Door Test, super Testkennwerte. Und da sind wir auch so vorgegangen, dass wir gleich gesagt haben, statt 0,6, wie typisch beim Passive House, auf 0,4 Luftwechsel bei dem Lower Door Test gerechnet. Da spart man auch sehr viel Dämmung, sehr viel Material ein. Das ist tatsächlich eine der wirtschaftlich interessantesten Ansätze, um Material und Kosten zu sparen. So, jetzt kommt noch so ein Punkt, genau, ist noch was hier. Hier ist noch was zu sehen vom Norbert, also wirklich bis ins Letzte. Hat er uns das sozusagen durchdacht und für uns da wirklich sehr viel Gedankenarbeit übernommen und uns auch ein bisschen Sicherheit gegeben als Planer, was bei dem Thema Flachdach ja wirklich ein großes Thema ist. Jetzt sieht man erstmal hier, wie das ausgeführt ist, wo ich inzwischen auch sagen würde, das würde ich nicht mehr so machen, ich würde hier unten eine Betonaufkantung machen, wenn ich ehrlich bin, weil mich das einfach stört, die Schwelle da so quasi auch im Dreck, wenn nämlich irgendwas schief geht, steht sie nämlich dann wirklich im Wasser. Und eigentlich hätte ich sie gerne draußen aus dem Wasser. Und aus Wärmebrückengründen ist es völlig wurscht, ob da unten noch eine Betonaufkantung wäre oder nicht. Sie wird mit 0,04 relativ hoch, weil man eben hier jetzt mal nicht den Außenmaß, sondern eher so einen Innenmaßbezug hat. Aber das ist eher eine rein rechnerische Sache. Man sieht an dem Isotherm, wie die verlaufen, dass da nicht viel los ist an der Stelle. So, und jetzt muss ich einen zweiten Fehler berichten. Nämlich, da kam dann der Hartwig Schulze Naumburg, der den Blower Door Test gemacht hat, hat das mal vorbegangen. Das Gebäude hat gesagt, du Rainer, wie sieht es denn aus? Hast du das hier gerechnet, diese Stelle? Er hat gesagt, nee, habe ich nicht gerechnet. Ja, dann lass uns das mal bitte rechnen. Und wir haben gesagt, hier ist eine feuchte adaptive Folie, muss alles gut sein. Dann hat er aber gesagt, ja, da kommen wir später noch hier diese Pflanztröge drüber. Also da habe ich eine komplette Verschattung dann auch dahinter. Und jetzt hat er folgendermaßen gerechnet. Einmal sozusagen dunkle Oberfläche, aber nicht verschattet. Da bauen sich sozusagen die Holzfeuchten allmählich ab. Wenn sie aber stark verschattet sind, vielleicht hier auch nochmal mit einer hellen Oberfläche gerechnet, bauen sich langsam sozusagen die Holzfeuchte immer und immer weiter auf. Und dann hat er gesagt, okay, was mache ich jetzt? Dann tue ich eine Zusatzdämmung außen aufbringen, dann bringe ich das wieder in Ordnung. Ich schaue mal auf den falschen. Also man sieht Fall 1,
Fall 2, der kritische Fall, und der Fall, der es wieder ins Unkritische bringt. Was war die Lösung? Ein bisschen Zusatzdämmung in diesem Bereich von diesen Pflanztrögen aufbringen. Also es war sehr leicht zum Ausführen. Warum berichte ich das? Weil ich finde, wir müssen über Fehler reden. Wir sollten Fehler nicht verschweigen. Wir sollten über sie reden, damit wir nicht alle dieselben Fehler immer wieder machen müssen. Und diese Staffeldachanschlüsse hat sowieso der Teufel gesehen. Also das ist wirklich etwas, was extrem aufwendig ist. Hat auch bei dem Gebäude extrem viel Kosten produziert, ohne dass da viel nutzbare Fläche rausgekommen wäre. Aber man muss sich dann auch mit diesen ganzen Anschlusspunkten sehr beschäftigen. Da war noch eine Künstlerin beteiligt, auch sehr interessant, sich mit ihr und ihrem Denken auseinanderzusetzen. Da sieht man mal die Zusammenführung mit diesen Betonreliefs und der Fassade, wo man versucht haben, so eine gewisse Spiel und eine Übereinstimmung zu finden. So schaut es aus am Ende. Und die Zusammenfassung auch für die Diskussion, also Holzbau, da ist der Verdrängungseffekt deutlich größer als der Senkeneffekt. Das müssen wir mal diskutieren. Dann finde ich Holzbau nur in Verbindung mit den hohen Qualitäten sinnvoll. Und wenn ich dann sage, ich lagere das Holz ein, dann würde ich sagen, bitte in robusten, langlebigen Konstruktionen. Also ich muss mich da sehr auch um diesen Feuchteschutz kümmern, damit mir das nicht alles, wie es so schön in Bayern heißt, der Feit, sondern damit ich da lang was von diesen Konstruktionen habe. Und mit diesen Flachdächern, da stehe ich mit dem, wie die meistens ausgeführt wird, gerade im Holzbau, stehe ich auf Kriegsfuß inzwischen. Aber das ist ein eigenes Thema. Dann der Holzhybridbau, der ist kostengünstig wegen diesen geringen Brandschutzanforderungen. Ich habe eine effiziente Holznutzung mit weiteren Optimierungspotenzialen, denn ich kann mir vorstellen, da können wir die Holzquerschnitte wirklich nochmal verringern. Das trägt er, muss ja nur sich selber tragen und die Windlasten, die sozusagen zwischen den auf die Elemente stoßen. Und ich finde auch interessant, dort mit Navarro-Dämmungen verstärkt zu arbeiten. Da gibt es inzwischen auch Bauartgenehmigungen, die uns das sehr stark erleichtern. Nicht tragend heißt auch sehr gute Voraussetzungen für zirkuläres Bauen, denn es ist auch tatsächlich vorstellbar, dass ich da wirklich die Elemente rausbaue, das Skelett stehen lasse und dann einen nächsten Schritt mache nach 80 Jahren. Und ich würde sagen, der Stahlbetonbau steht dann vielleicht noch und man hat vielleicht andere Vorstellungen, was man mit dem Gebäude machen will. Es ist ein sehr guter Schallschutz erreichbar. Die Schallmessungen waren im Grunde eine Degaklasse fast immer besser, als was wir prognostiziert hatten. Und in Verbindung mit dem Stahlbeton-Skelett bei hoher Flexibilität. Was sind die offenen Fragen? Wir haben künftig mit Engpässen bei der Materialverfügbarkeit und den Baukapazitäten zu tun. Also wir sollten uns überlegen, wo setzt man das Holz eigentlich sinnvollerweise ein? Und die andere offene Frage, da habe ich überhaupt keine Antwort drauf, unter welchen Randbedingungen ist der Holzbau als CO2-Senke anrechenbar? Das wären sozusagen meine Fragen jetzt auch für die Diskussion. Und ein bisschen überzogen habe ich, aber ich hoffe, der Roberto findet es noch im Rahmen.